Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Gleiche Aufnahmesession wie die letzten 4 oder 5 Folgen. Ich habe ein bisschen aussortiert, ich habe ein bisschen Sachen angesetzt, ein bisschen gepflanzt und gemacht und getan. So immer diese Nebensachen, die ihr nicht mitkriegt zwischen den Folgen. Und wir haben in der letzten Mal haben wir einen Bogen bekommen. Also wir haben viel mehr bekommen, habe ich jetzt aussortiert zwischen den Folgen. Ich habe neue Tränke gemacht, ein bisschen was Neues zu essen, Obstsalat, neue Pfeile. Und wir haben diesen Bogen bekommen. Und der hat Heiligschaden. Da. Und das ist gut für die Dungeons. Deswegen, der Bogen ist zwar schwächer als den ich habe, aber ich würde den mitnehmen. In der Hoffnung, dass der ein bisschen besser wird. So, der hat nämlich 2-mal Heilig. Und ist jetzt auch auf 25. Ne? Ist eine Stufe drunter. Ein bisschen langsamer. Aber besser gegen die Skelette, beziehungsweise auch die Bossgegner. So, den einen Bogen lasse ich hier. Und dann reden wir gleich mit unserem neuen Freund. Der hat nämlich uns ja gesehen, wie wir den Dungeon gemacht haben. Dann lasse ich den hier. Den heben wir uns auf. Und dann quatschen wir mit ihm mal. Na? Begrabte Knochen im Sand der Zeit. Du bist weit gekommen, aber wir dürfen nicht rasten. Köstliche Angst entweicht ihnen und wandert von jenseits des Schleiers bis zu meinen Ohren. Erreiche die müden Sande im Osten, zerreiße sie völligst, gleite, sammle, gewinne. Okay, machen wir. Ein neuer Knochen. Ein neuer Schlüssel, wollte ich sagen. Wo haben wir eigentlich den alten Schlüssel hin? Oder die alten Schlüssel, haben wir die hier oben reingelagert? Ja, da ist er. Warte mal, das Magierschild, das brauche ich eh nicht. Nee, das ist der neue, das sollte man tunlichst lassen. So, Ödland. Haben wir. Jaja. Gut, diese ganzen Altlasten, ob wir die jemals verwenden werden, das wissen wir nicht. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Elektroplasma. Das können wir auch mal in die Kiste packen. Das kam mir hier aus dieser Plasmapresse raus. Und besseres Elektroplasma. Hätten wir das andere wahrscheinlich gar nicht herstellen müssen, oder? Wie viel haben wir denn hier? Ach, Kohle fehlt uns. Müssen wir auch nochmal ansetzen, Kohle, ne? So, warte mal. 2, 6 Mal. Also bräuchten wir 60. So, dann kann das nämlich durchlaufen, wenn wir nicht zu Hause sind. Ektoplasma, nicht Elektro, ja genau. Der schöne Tisch hier. Ich überlege gerade, ob wir den Tisch austauschen. Das können wir eigentlich mal machen. Den Tisch. Tische. Machen wir den großen hier, ne? Den machen wir. Der gibt 5 Komfort. Einen schönen Fliesentisch in den Keller rein. Gucken, ob ich den setzen kann, wenn hier die ganzen Sachen schon setzen. Ich müsste nur das aufnehmen. Das aufnehmen. So, der alte Tisch hat 2 Komfort gegeben. Der neue gibt 5. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Oh. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ja, symmetrisch propetrisch hätte ich gesagt. Und da noch die Kerze drauf. Die machen wir jetzt in die Mitte, oder? Zack. So. Außerdem kommt da das durch die grüne Flamme der Fliesentisch viel besser zur Geltung. So, jetzt haben wir 106 Minuten. Das ist doch schon mal nicht schlecht. 61 Erholungen. Da geht bestimmt noch mehr. Ich weiß nicht, geben die Trophäen Erholungen, die wir hier aufgehängt haben? Wer kann die machen? Bestimmt die Jägerin, oder? Wo ist denn das? Banddekoration.
Die haben wir auf jeden Fall nicht. Und wie viele Köpfe haben wir von denen? Wir haben nur einen. Den brauchen wir auch derzeit nicht, ne? Den Brutsichelkopf. Oder brauchen wir da noch einen? Da haben wir drei von. Den können wir auf jeden Fall schon mal einmal herstellen. Und wenn wir den noch mit Bronze überziehen würden... Ach, das ist ja dumm. Das ist ja blöd. Na gut, ist egal. Den hätten wir, den überzieht man nicht mit Bronze, sondern man hätte ihn direkt hergestellt. Ach, ist ja blöd. Habe ich schon erwähnt, dass das blöd ist? Hm. Welchen haben wir denn noch nicht hergestellt? Warte mal, ich hänge jetzt mal den einen auf. Das müsste dann noch eine Erholung mehr geben. Oh, das ist aber auch so ein Riesenteil. Machen wir hier... Das ist ja schon fast übertrieben. Wo machen wir das denn hin? Hier ist ja gar kein Platz in der Bude für so ein wuchtiges... Oh, wir nehmen den hier ab. Dann hänge ich den hier daneben. Uah, mit so einem riesigen Zyklopenaugen. Wie geil. Wie sieht das denn bitte aus? Ach du Schande. Wow. Geil. Okay, wo machen wir den Kleinen hin? Hier unter die Treppe. Aber es gibt nicht mehr, ne? Also die Trophäen geben nicht noch mehr. Die geben plus zwei, egal was du aufhängst. Also, wenn die anderen aufhängst, hat er das halt... Der folgt mir, oder? Das Auge? Ja, es hat mich im Blick. Sieht geil aus. Sein Zyklopen. Cool. Nice. Goodie. Nee, also das, das ist anscheinend, gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben genauso. Wir sind auch bei 106. Also das bringt jetzt nicht noch mehr von den Dingern zu setzen. Aber es sieht cool aus und ich finde, es passt auch gut in die Ecke zu ihm hier, ne? Zu der Presse und dem Ding hier. Cool. Gut, 106 Erholungen. Den Schlüssel haben wir. Den Tisch. Wer kriegt den Tisch? Du hast da drin schon einen Tisch. Hat die Jägerin noch Platz? Hast du Bock auf einen Tisch? Nee, ne? Du hast auch keinen Platz hier in deiner Bude. Ich könnte ihn hinter deine Tür stellen, aber das ist auch nicht hübsch. Warte mal, hier drin. Hier ist bestimmt noch Platz. Ja, dann könnten wir die Mühle hier hinstellen. Das mache ich. Gib mir mal ganz kurz die Sachen hier raus. Oh. Das ist irgendwie größer als erwartet. Hm. Ich mache es trotzdem hier hin. Unter die Fensterbank passt da gut. Aber das ist ein bisschen krass, oder? Das ist ein bisschen übertrieben. Das ist unser Freizeittisch hier draußen, oder? Machen wir hier so ein, im Schatten, machen wir hier so ein kleine, so eine Feieroase, wenn der Kampf geschlagen ist. So, dann müssen wir hier aber noch ein bisschen Blömsche draufstellen, das machen wir. So, du kriegst deine Mühle zurück, das war nur so eine Idee. Mehl und Körner. So. Dann können wir eigentlich die Bank da hinstellen, oder? Warte mal, kann er uns zwei von diesen Bänken machen? Was hast du denn? Tische, Feuerstellen, gehörst du bei Stühlen? Nee, Bänke. Boah, die geben plus 5 Komfort. Da brauchen wir noch eine Polsterung und noch Lapis Lazuli. Der gibt 4. Ah, warte mal, Steinbänke sind super günstig. Nein, das ist zu weit weg.
Nee. Eigentlich müssen wir doch einen Steintisch hinmachen, ne? So. Da muss jetzt aber noch ein bisschen Dings drauf. Und uns fehlt was, was wir schon viele, 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 viele Folgen herstellen wollten. Das machen wir heute auch. Farmboden, Blumen, da quadratische. Können wir nicht sowas auf den Tisch stellen? Leerer Blumentopf. Das würde sich gut in der Mitte passen. Warte mal, ich hole mal ganz kurz. Sieht gut aus da draußen. Gefällt mir gut. Haben wir hier noch Blumentöpfe drin? Haben wir noch Blumentöpfe, fragt er. So, was hat man denn da? Lila hat man hergestellt. Also, für den Tisch hätte ich gern was Schönes. Die hier. Dann hätte ich gerne die lilanen an der Wand. Da fehlt uns Kohle. Haben wir echt keine Kohle mehr? Oder liegen sie noch in der Köhlerei drin? 15. Oh, hier fehlt echt Holz. Okay, warte mal. Machen wir erstmal so. Zack, zack, zack. So. Die kommen jetzt auf den Tisch. So. Jo. Kann man sich zwar nicht mal angucken, wenn man hier sitzt, aber... So. Zack. So. Sehr schön. So, sie hatte eine. Sie hat hier vorne eine. Gut, die hat halt auch nicht wirklich viele Fenster, die halt frei sind. Ne? Gut, wir können hier noch einen hinsetzen. So, wer kriegt denn noch? Ich, komm, wir sind nicht so, oder? Der kriegt auch. Wir haben seine hässlichen Fenster, wenigstens mal ein bisschen Deko. So, haben wir denn noch was? 10 Pöttchen haben wir noch. Machen wir noch ein paar andere Farben, würde ich sagen. Was haben wir denn? Rot haben wir noch. Oder bräun. Ah, weiß haben wir noch. Weiß ist schön. So, Oswald. Damit du auch nicht ohne Blumenpötte ausgehst. Kriegst du auf jeden Fall ein paar weiße dahin. Du willst hier auch noch, habe ich gehört. Wenn sie mich mal durchlassen, junger Mann. Wie kommt man denn bei ihm hier rein? So kommt man rein. So. Sieht man zwar nicht, sieht aber hübscher aus. Und du hast gesagt, du willst auch einen. Du brauchst aber andere. Du brauchst ohne Halterung. Aber weißt du was? Ich glaube, sie hat hier 3 Fenster, ne? Nee, hat sie 4. Mist. Gut. So. Wie viel haben wir jetzt noch? 4 haben wir noch. Gelb hatten wir schon. Machen wir hiervon noch. Und dann hätte ich gern noch ein paar Lilane. Jetzt sind uns die Blumenpötte ausgegangen. Warte mal, dann klaue ich dir die. Dann kriegst du noch ein paar braune. Ach ne, sind ja zum Stellen die. Das würde ich mich bei der Jägerin hier hinsetzen. Zack. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Deko. Wo stellen wir die hin? Wollen wir drin noch was hinstellen? Vielleicht hier so.
Das ist aber ein bisschen, das geht dann aber ein bisschen unter, das ist auch blöd. Willst du nicht mal was Freundliches vom Fenster haben, mein Freund? Guck mal, die kann man sogar innen hinsetzen. Ja, so knapp. Nee, ist nicht schön. Ah, warte mal, oben. Ach. Völlig vergessen. Hey, sorry. Immer nur das Eigenheim dekoriert. So. Bist du zufrieden? Ich glaube, er hat gerade gegrinst. Kann das sein? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er gegrinst hat. Ja. So, jetzt geht hier schon die Sonne unter. Ich lege mich mal ganz kurz. Ach ne, können wir nicht, ne? Die Hamba, 106er Hamba. Ach guck mal hier, es wird doch langsam, oder? Unsere kleine Fest. Oh, die Bank ist falsch rum. Und kann man sich nur in eine Richtung hinsetzen, nur in die Mitte? Woher weiß ich denn, wie rum das ist? Sieht man da irgendwo eine Ecke, wo ich weiß... Nein, steh auf. Aha, jetzt wissen wir's. Also drehen. Nein! Hä? Oder setzt er sich andersrum, weil es in die falsche Richtung ist? Weißt du was? Lass mir die Ruhe. Das ist ja auch nur Deko. Wer will sich denn da dran setzen? Schöpfe ich doch Wasser vor lauter Frust hier. So, aber wisst ihr, was hier noch fehlt? Das machen wir jetzt. Hier fehlt auf jeden Fall noch Beleuchtung. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wer Beleuchtung... Warst du Beleuchtung? Stauraum, Gleiter, verbesserte Greifhaken, Lichtquellen... Guck mal hier, wenn wir hier draußen sitzen, da brauchen wir doch hier, können wir die machen. Kohle und Leuchtbewuchs. Aber ich finde die aus Stein eigentlich ganz schick. Hier, das da ist doch super. Medium Steinfeuerstelle, große Steinfeuerstelle. Okay. It's always a pleasure. Same to me. Ach du Güte! Alter Vater! Es ward Licht. Ach du, ich wollte hier was hier neben den Tisch haben, damit es ein bisschen heller wird. Moment mal, ich brauche noch was Kleines. Gut, es steht groß dran, ne? Wo groß dran steht, ist auch groß drin. Wie schaltet man hier oben durch? Wie kann ich ihn hier eigentlich durchschalten? Durch anklicken? Was haben wir denn, was auf den Tisch kommt? Laterne, ist das vielleicht klein? Nee. Hier. Das bauen wir noch. Oh Gott, ist das niedlich. So klein und schon eine Lampe. Naja, für das romantische Feuer am Abend, ne? So, was kannst du denn noch? Offene Kerzen? Ich fand das schon nicht schlecht. Wir können ja mal die Medium angucken. Gucken, was die können. Ach, ja gut, aber dann machen wir hier so die Zwischendinger, würde ich sagen, ne? Dass so zwischen den Häusern ein bisschen Licht reinkommt. Vielleicht hier noch einen. Einfach, damit man nachts hier keine Angst haben muss, ne? Damit das alles schön beleuchtet ist. Jo, das sieht gut aus. Ah, das ist immer ein Toreingang, oder? Das müsste eigentlich von der anderen Seite so stehen, aber ich finde es ganz gut. Ich finde das gut. Jetzt kommt hier ein bisschen Beleuchtung rein abends. Ich würde sogar noch zwei herstellen. Ich finde die hübsch. Ja, vielleicht gleich. Mal gucken. Und zwar... Hier ist ja relativ dunkel. Er hat eigentlich durch seine Disco-Beleuchtung hatte eigentlich. Aber hier müssen wir noch was setzen.
So. Guck mal, wie das gleich wirkt mit ein bisschen Licht, oder? Viel besser, nicht so düster. Voll schön hier mit dem Tisch und so. Richtig gemütlich. Und die Bank sitzt asymmetrisch. Kannst du mal aufstehen, bitte? Steh nochmal auf. Die muss ich nochmal umsetzen, sonst drehe ich hier durch. Kann man die nicht auch vom Tisch aus setzen? Ja, besser. Cool. Che ist. Che, che. Oder wollen wir die Blumen quer setzen? Nee, das passt so. Ist hübsch. So. Bücherregal. Bevor hier noch Versprechen gebrochen werden. Tja. Regale? Ist es bei Regalen oder macht das der Alchemist eventuell? Guck mal, er macht ja geheime Bücherregal. Er macht das schon, aber hat er denn nicht auch Bücher? Oh, warte mal, hier gibt es ja... das haben wir, glaube ich, mit ihm gemacht. Geschirr. Fenster. Oh, gibt richtig geile Fenster. Oh, warte mal. Ich mach das auf jeden Fall. Wo sind denn die Bücherregale? Nicht, oder ist das der Alchemist, der die herstellt? Oder muss ich hier erst so ein Regal herstellen und dann... Oh, es gibt Banner. Okay. Huh. Leute, ich weiß nicht, wo das ist. Ist das ein Bücherregal? Großer Palmholzschrank. Aber man stellt die doch mit Büchern her, dachte ich. Wer macht das denn? Machst du Bücherregale? Produktion, Ressourcen, Waffen, Magie, Rüstung, Dekorat, Bücher. Oder stellt man die Bücher rein? Ach so, ich dachte, der... Ach so. Man stellt die Bücher rein. Ah, okay, das wusste ich nicht. Dann... Wo ist denn hier der Unterschied? Nein, das ist Quatsch. Das war totaler Quatsch. Und so ein aufgeschlagenes noch, oder? Okay, dann machen wir uns jetzt ein hübsches Regal. Machen wir direkt die Gruppen. Naja, es passt aber von der Deko her passt es nicht bei uns gut rein. Kleiner polierter, großer polierter Schrank. Die gibt... Achso, es ist ja sowieso nur Deko, ne? Probieren das mal so. Da würde ich gerne was reinmachen. Man will doch abends ein Buch lesen, oder? Wenn man hier im Bett liegt, oder mal. Die nehmen wir mal auf. Zack. Dann haben wir das, das und das. Aha, okay. Einmal. Oh. Das sind mehr die großen, das sind mehr die Lexi... Oh, das geht nicht, schade. Ah, das geht nicht, die passen da nicht rein. Ah, nein. Hier so hin? Als Klolektüre? Ich würde sagen, ja, oder? Wir müssen das X aber rausnehmen, das ist Quatsch. Ja, guck mal, hier geht's auch richtig drauf. So, da können sie da ein bisschen was lesen. Und wir lesen natürlich, wenn wir in der Badewanne liegen, ist ja wohl klar. Warte mal, wie rum ist denn das zu sehen? Ich würde sagen, so rum. Warte mal, dann müssen wir den aufnehmen. Excuse. Mir ist da ein Lapsus passiert. Na geil, den kannst du jetzt nicht positionieren. Na, jetzt habe ich meine komplette Deko zerstört hier. So, das ist das Buch, was wir gerade aktuell lesen. Ich wusste, da wird von großen Geschichten erzählt.
muss ich wieder hinstellen. Mann, das ist echt Sturz. Du bist auch manchmal ein bisschen... So, den Becher. So. Dahin. Und damit wir was sehen. Nicht genügend Platz? Doch. Ich habe noch im Weg gestanden. Guck mal hier. So, da lesen wir in unserer Badewanne. Wenn sie mal irgendwann funktioniert. Das wäre schön. So, wo machen wir die anderen Bücher jetzt hin? Wir haben noch hier das polierte Schränkchen. Wie groß bist du denn, poliertes Schränkchen? Oh, du bist richtig groß. Hm. Gut, wir haben auch das polierte Bett, ne? Okay. Wir müssen noch was ändern. Es tut mir leid. Aufstehen. Na gut, wir können uns erstmal hinlegen. Okay. So, dann passt das auch besser zu dem Bett hier. Wieso macht er das so komisch? So, jetzt. So. Ja, passt. Dann müssen jetzt aber auch die großen Bücher reinpassen, ne? Ja, perfekt. Nice. So, dann haben wir das noch. Das sind die kleinen. Die kommen hier unten so nebeneinander. Ne? Und ein aufgeschlagenes ist unsere Nachtlektüre, wenn wir hier im Bett liegen. Nee, das sieht nichts aus. Kann ich mal bitte... Kann ich mal... Bitte. Danke. Oder legen wir es hier auf den Nachttisch? Was haben wir denn hier noch aufgenommen gerade? Eine Holzschale haben wir noch aufgenommen. So. So. So, wer liest noch? Der Alchemist liest noch, ne? Hat er gesagt. Der liest immer gerne Bücher. Ist ein bisschen gelehrter. So, ich leg dir das hier auf deinen Tisch, ne? Herr Alchemist. Und ich habe da noch eine große Sammlung. Das ist mein Brockhaus. Den habe ich damals mir andrehen lassen. So, einmal Bücher haben wir noch. Wer möchte noch lesen? Die Jägerin liest noch. Und du hast doch hier... Oh, du hast gar keine... Du hast nur so ein Schränkchen. Du brauchst noch ein Regal. Ich mache dir noch ein Regal. Dann haben wir hier eine Deko-Folge gemacht. Muss ja auch mal sein. Du kriegst von mir hier... Oh, wir haben nicht genügend Nägel. Jetzt haben wir genügend Nägel. Ah, wir haben... Stimmt, wir haben ja das alte Regal in der Tasche. Und es passt wie... Ja, es passt vom Holz nicht, ne? Sie hat nur helle Möbel. Wenn ich jetzt ein dunkles Regal hier reinstelle, drückt er mir den Rücken. Nee, nee, das machen wir nicht. Nee, nee, nee. Das gibt nur Stress. Du kriegst von mir hier sowas. Das passt gut in deine Deko rein. Hier so daneben. Guck mal, hier so dazwischen. Zack. Dann klaue ich ihr hier... die Kerze. Symmetrisch, propetrisch hier drüber. Das muss ich von der Seite setzen, sonst glitscht es eventuell in die Wand. Perfekt. Was habe ich hier noch? Du willst doch bestimmt noch eine gute Nacht gut sie haben. Du trinkst doch auch hier. Komm hier, da steht dein Pott. Oh, das ist nicht schön. Stell ich die hier so rein. So. Haben wir sonst noch was an Deko? Den alten Schrank. Den alten Schrank.
Bei Oswald. Oh, hier daneben. Perfekt. Das ist nicht gut. Jo, das passt perfekt hier rein. Das ist nice. Gut. Blömsche haben wir noch. Und die Fenster. Siehst du, ich wollte doch hier... Er ist doch Schreiner und er weint schon die ganze Zeit wegen seinen Fensterrahmen. Na, wir haben doch hier eckige Fenster gemacht. Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie das hier aussieht. Ob das eine Alternative wäre. Ja, ja. Das gefällt mir gut. Das sieht nicht so... Sieht nicht so zugestellt aus. Warte mal. Wir haben vier. Und er hat jetzt noch vier Fenster. Wir brauchen noch eins von den Fenstern. Das ist... Das hier müsste sein, ne? One walk at a time. Ja, das gefällt mir viel besser als diese zugebauten... Als diese eingebauten Fenster. Was haben wir doch gemacht, glaube ich, weil hier so eine Ritze oben entstanden ist. Viel besser. Passt sogar hier oben mit dem Leuchter im Kreis. Schick. So, was haben wir jetzt? Haben wir hier so geschnitzte Holzfenster. Was haben wir denn bei der Bäuerin gemacht? Da haben wir die dunklen. Das passt aber ganz gut dahin. Bei mir passt es auch nicht wirklich. Wen können wir die geben? Oswald hat nicht wirklich Fenster. Er hat ein Fenster. Hm. Na gut. Vielleicht finden wir da noch was. Hm, die nehme ich mal mit raus. Die gehen da rein. So. Hier machen wir diese Krütze rein, die haben wir bei ihm hergestellt. Dann haben wir noch jetzt zweimal Blömsche. Haben wir jetzt eine komplette Deko-Folge gemacht, sogar eine Überlänge-Folge, ne? So, du hast Deko, du hast auch Blömchen, hast du. Die sind ohne, das heißt, die müssen wir stellen. Ich weiß, wo die hinkommen. Oswald hat gesagt, das wäre hier so leer. So. Also ich finde, das war eine sehr schöne Deko-Folge. So, die Zäune wollte ich noch setzen. Siehst du? Das habe ich noch. Und die Bömmchen. Und zwar... Hier sollte das hin. Na? So. Der glitscht so ein bisschen vor sich hin. Machen wir mal so. So. Können wir die ineinander stecken? Aber wir machen sie lieber so nah beieinander, ne? So. Damit hier niemand abstürzt, weil das ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko ist, wenn man hier in unseren Garten zurück möchte. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Hier haben wir Zuckerrohr angesetzt. Hier. Dann kann ich die nämlich nochmal nachpflanzen, weil ich habe hier... Zwischen den Folgen habe ich hier ganz schön gerodet. Und die würde ich jetzt hier einfach wieder dazwischen setzen. Wenn die möglichst nah beieinander sitzen, kann man die übrigens alle im Zweierpack, teilweise sogar im Dreierpack wegschnitzen, wenn sie fertig sind. Und diese Früchte von den Dingern, die sprotzen ja relativ weit. Deswegen baue ich die lieber hier so ein bisschen an den Rand dran. So, die machen noch. Hier haben wir noch Kamille. Die kommt hier hin. Und das sind jetzt alles so Sachen, die mache ich immer zwischen den Folgen. Das kriegt ihr, während ihr, wenn ihr auf YouTube nur zuschaut, gar nicht so mit. Das ist immer so ein bisschen hier meditatives Setzen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass es eine Hake gibt. Die irgendwie in der Fläche hier schön diese
Dinger ansetzt. Also irgendwie so eine Edelhake aus Metall oder aus Bronze oder irgendwie sowas. Dass man flächig irgendwie seine Blümchen hier ins Beet reinkriegt. Weil gerade bei Flachs und Co. ist das schon jede Menge, ne? So. Cool. Finde ich schön. Jetzt haben sie überall ein bisschen Blümchen an Fenstern. Wir haben diese Säulen, die finde ich sehr schick. Die finde ich wirklich sehr, sehr schick. Und es ist jetzt hier auch ein bisschen heller. Und wenn man sich hier jetzt abends hinsetzt und erzählt von großen Dingen, das muss ich kurz noch korrigieren und dann bin ich auch zufrieden. Man will sich ja angucken, wenn man miteinander redet. Das heißt, die kommen... So, so finde ich das schöner. Das ist dann nicht so ganz gedrängt und es steht im Weg. So, der Dirkosturz verabschiedet sich aus dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann werden wir uns mal um den nächsten Dungeon kümmern. Mal gucken, ob wir da einen draufkriegen oder ob wir vielleicht noch ein paar Waffen finden hier und unterwegs in den verschiedenen Kisten. Mal schauen. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.